Ja, hallo zusammen. Es ist Dienstag hier in Cannes beim Cannes Lions Festival 2014. Neben mir sitzt der Peter Weibel, der Geschäftsführer von Jung von Matt Stuttgart. Und wie es sich gehört für Jung von Matt, natürlich hier gleich auf dem Red Carpet sitzen wir vorm Grand Audit, also vor dem Auditorium, in dem auch die Cannes-Löwen vergeben werden. Peter, gleich in Medias Res. Gestern war die allererste Verleihung und als allererster deutscher Werber auf der Bühne der Peter mit quasi der Peter von der Post. ihr habt gleich mal Gold eingesammelt für eure Arbeit für DHL. Ja. Erzähl ein bisschen was, ganz kurz, wie ist es auf der Bühne? Als erster ist es immer lustig auf der Bühne, denn ich wusste nicht mal, wo ich hin muss. Ich bin erstmal falsch gelaufen. Stimmt, wir haben es für DHL gewonnen und haben uns dann gestern Morgen überlegt, dass wir das Versprechen von DHL, schneller zu sein, auch wahr machen. Und ich habe mich deshalb nicht als Peter Weibel ausgegeben, sondern als Delivery Boy. Also ich war der Paketbote. Ich war schneller als Peter Weibel, der war noch beim Fußball gucken. Und deshalb hat diesen Preis der DHL-Mann abgeholt. Zu Recht. Ein großer Tag für Deutschland gestern. Michael Schumacher ist wieder aufgewacht, das Wichtigste. Dann gewinnt Deutschland auch noch 4:0 gegen Portugal. Und Jung von Matt holt einen goldenen Löwen in Cannes. Andere Reihenfolge, hätte ich sagen. Erzähl uns ein bisschen was über Cannes. Was für einen Stellenwert hat das für dich? Ja, Cannes ist die WM der Werbung. Und dem haben wir gestern den ersten Sieg gelandet, aber es war nur ein erster Sieg. Es sind noch weitere Spiele. Tage in Cannes. Ja, aber Cannes ist wichtig, weil es ist einfach die Institution. Da gibt es ganz viele Japaner hier, guck mal. Ganz viele. Die sind auch hier, die gewinnen noch mehr als wir. Und es ist schon was Besonderes, hier zu sein. Es ist inzwischen nicht mehr nur versuchen, Preise zu kriegen und Preise abholen. Es ist ein Marktplatz der Kommunikation. Man kann den Austauschen, das Networking mit allen betreiben, was heute Kommunikation ausmacht, was morgen Kommunikation ausmacht. Und deshalb ist es fast ein Muss, heute hier zu sein und sich schlau zu machen und sich zu vernetzen. Stichwort Vernetzen, das finde ich sehr spannend. In der Filmwirtschaft oder auch im Musikbusiness ist sehr viel, sagen wir mal, Eitelkeit im Spiel. Hier ist man ja auch Wettbewerber eigentlich, also jetzt nicht nur beim Wettbewerb an sich, sondern auch im täglichen Business. Wie funktioniert das in Cannes? Da sitzt du dann neben einer vergleichbaren Agentur aus Deutschland oder aus dem Ausland, mit der ihr dann, was ich, übermorgen im Pitch seid gegeneinander für irgendeinen anderen Etat. Wie geht man da miteinander um? Da passt vielleicht das Bild dieses Fußballspiels auch ganz gut. Im Grunde ist man während einer Pitchphase natürlich erbitterter Gegner und jeder will gewinnen, denn das ist das Ziel. Andererseits ist man Kollege, man weiß, dass alle mit den gleichen Waffen im Grunde kämpfen und deshalb ist man eigentlich abseits des Platzes vor und nach dem Spiel wirklich Kollege und versucht sich auch auszutauschen. Wie immer mag man manche mehr, andere weniger und schätzt die auch mehr oder weniger. Aber das ist schon, man muss ja anerkennen, dass da eine wahnsinnige Qualität an Kreation da ist und ein Wissen und das versucht man dann eben, seine Dinge einzubringen und die von den anderen möglichst viel abzuziehen. Das heißt auch bei den Seminaren sich gegenseitig Tipps zu geben oder zu auszutauschen, was neue Technologien sind oder was man wie... Ja, man merkt man ja schon, wir beide sind ja hier als Kollegen da, aber es könnte ja auch passieren, dass wir mal gegeneinander arbeiten müssen, aber das ist ja in Ordnung, also um die Sache darf man ja immer kämpfen und streiten und finde ich. Ja. Super. Wir machen jetzt gleich mal Schluss hier, weil wir gleich rein müssen. Aber wie wir es in jedem Interview machen, und für dich, Peter, wird es relativ einfach sein, für Chinesen oder Engländer ist es schwieriger. Wir fordern immer jeden Interviewgast auf, einen Satz nachzusprechen. Und zwar, ich flüstere in dir ins Ohr und du sagst ihn dann bitte laut ins Mikrofon. Gottes schönste Gabe ist der Schwabe. Dankeschön. Tschüss aus Cannes.